Mein Name ist Thomas Maurer. Ich bin der stellvertretende Produktionsleiter am Standort Berlin. Ich bin Industriemeister Fachrichtung Chemie und der zuständige Ausbilder für die Fachkräfte Lebensmitteltechnik hier am Standort. Fachkräfte für Lebensmitteltechnik sind in allen Bereichen der Herstellung der Lebensmittelindustrie tätig. Das kann Molkerei, Herstellung sein, Fischverarbeitung, Fleischverarbeitung oder auch Obst- und Gemüseverarbeitung. Bei uns sind wir ein Unternehmen der Süßwarenindustrie. Hier stellen wir Schokoladen, Brotaufstriche, Dessertsoßen und Instant-Getränkepulver her. Fachkräfte für Lebensmitteltechnik mischen die Rezepturen zusammen, machen Wareneingangsprüfungen, verpacken die Produkte in verschiedene Formate. Das können Tiefkühlprodukte sein oder auch, wie bei uns, in Gläsern abgefüllte Brotaufstriche. Fachkräfte für Lebensmitteltechnik steuern und überwachen großtechnische Anlagen in der Lebensmittelproduktion. Die sind häufig computergesteuert und vernetzt miteinander. Das heißt, man braucht technisches Verständnis. Die Noten in Chemie und Bio sollten ganz okay sein. Mathematik und Deutsch sind auch wichtig. Man sollte belastbar sein. Vom Schulabschluss ist ein Realschulabschluss gut. Fachabi ist auch wünschenswert. Als stellvertretender Produktionsleiter, wir haben hier 150 Mitarbeiter am Standort, die in der Produktion arbeiten, bin ich verantwortlich für die Organisation und Planung des Produktionsablaufes und für den Mitarbeitereinsatz. In der Ausbildung bin ich verantwortlich für die Vermittlung der fachlichen Inhalte der Ausbildung. In der Ausbildung finde ich es immer besonders spannend zu sehen, wie die neuen Auszubildenden erstmal so einen großen Respekt vor diesen großen Herstellanlagen haben und dann nach und nach einen total sicheren Umgang mit diesen Anlagen kriegen.